Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem sonnigen Zürich. Wir haben uns hier gerade startklar gemacht mit unserem Mietwagen, denn wir fahren heute ins Appenzellerland. Eine Stunde später, wir sind in Wasserauen angekommen, haben dort auch gerade unser Auto geparkt und jetzt geht es 70 Minuten hier den Weg hoch zu einem See. Hier ist auch die schöne Berglandschaft. Wow! Auf jeden Fall ist diese Tour wesentlich anstrengender als die gestrige, weil hier unheimlich viele Höhenmeter sind und der Weg auch echt ein bisschen anders ist. Also das gestern würde ich eher als Spaziergang bezeichnen und das hier schon eher so ein bisschen als Wanderung. Wir kämpfen uns immer noch hier den Berg hoch, aber jetzt spendiert euch mal dieses Panorama. Geht es nicht mehr ganz so steil nach oben und es ist wirklich abgefahren, was für eine Landschaft wir hier vor den Augen haben. Da vorne war noch mega viel Sonne und jetzt haben wir einen richtig starken Sturm. Es wurde schon immer Föhn angesagt. Wir sind jetzt hier an dem See angekommen, aber hier ist es so unfassbar windig, dass ich mir jetzt auch meine Regenjacke angezogen habe. Und hier liegt wieder Schnee. Was ist das für ein Käse? Das ist 2017er. Mhm. Das ist der mildere, cremige. Mhm. Danke, Kilian. Danke. So sieht das aus. 16er. Mhm. Schön cremig. Mmh, lecker. Was, das ist was? 16er. Ja, den See und die Käserei haben wir hinter uns gelassen, sind jetzt bestimmt auch schon so insgesamt 3 Stunden unterwegs und haben jetzt noch circa 1,5 Stunden vor uns, weil wir noch in ein Restaurant wollen. Und es geht nämlich jetzt hier in die Richtung, da wollen wir hin. Escher. Seid ihr bereit? Im Moment ist es auch nicht mehr ganz so windig und wir haben jetzt gerade noch jemanden getroffen, der uns gesagt hat, dass dieser Weg hier aber jetzt auch wieder ganz schön steil wird. Jo, jedenfalls ist es jetzt hier auch gerade schon ganz gut matschig, aber wir haben ja das passende Schuhwerk an. Immer noch geht es hier sowas von steil bergauf. Das ist echt auch ganz gut anstrengend. Wir haben es gefühlt nach Stunden endlich hier hoch geschafft. Es ist super windig im Moment. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Und wir sind hier an dem Restaurant angekommen. Seid ihr happy? Und so heißt das. Wie
Wir sitzen jetzt in der schönen Berghütte und stärken uns jetzt ein bisschen. Hier gibt es einen Kuchen der Region und ein leckeres Radler. Guten Hunger! Diese Hütte, die ist direkt hier an diesen Felsen gebaut und da haben die auch sich was einfallen lassen bezüglich Dämmung. Irgendwelche Tücher dazwischen gepackt, ganz witzig. Und mal schauen, wie gleich die Timelapse so geworden ist. Hier ist gerade so eine kleine Kapelle gewesen. Sind wir gerade vorbei. Warte, ich filme die gerade nochmal. Hier. Kapelle, mitten im Berg. Und siehst du das hier unten? Da unten sind die Autos und da steht gerade noch unser Auto, neben noch so einem anderen Auto. Hier müsste das sein, da. Genau, und heute Morgen war es alles noch voll mit Autos. Und hier den Weg sind wir heute Morgen hoch. Da. Und sind jetzt ganz hier oben angekommen. Aber die Berglandschaft ist schon der Hammer, oder? Und der Weg zurück zum Auto, der geht jetzt hier durch diese Höhle. Okay, das war gerade nur ein kurzer Abstecher durch die Höhle. Aber was mich gerade ein bisschen verwundert ist, dass es jetzt hier hoch geht. Und wir wollen ja eigentlich hier runter. Wir haben jetzt den Weg, den wir gefunden. Und so sieht das hier im Hintergrund aus. Beziehungsweise im Vordergrund. Wir haben es geschafft. Wir sind hier unten angekommen. Hey! Ist das gut? Angekommen! Ja. Boah, das war aber jetzt wirklich gerade ein Abstieg. Meine Knie, die zittern, die sind weich wie Pudding. Aber das war eine hammergeile Tour, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja. Und sind noch vor der Dunkelheit angekommen. Ja, das haben wir gut gemacht. Wie viel Uhr haben wir jetzt gerade aktuell? So ziemlich genau 8, oder? Viertel nach 8. Viertel nach 8. Ja. Wann sind wir los? So Viertel nach 1, so Pi mal Daumen. Ungefähr, ja. Boah, also hier waren wir schon ganz gut ein paar Stunden gemacht. Wir sind jetzt gerade noch nach Appenzell ins Zentrum gefahren und suchen jetzt hier noch ein Restaurant, in dem wir essen können. Wir haben gerade so gut in dem Restaurant Marktplatz gegessen. Ich hatte eine Käsecremesuppe mit ganz viel Brot und ihr hattet alle Schnitzel. Schnitzel mit Pommes. Mit Gemüse und Pommes. Mit Gemüse und Pommes. Und die Kellnerin, die uns bewirtet hat, Lydia, die war so cool. Mit der haben wir jetzt auch gerade noch ein Foto gemacht. Das blende ich jetzt mal ein. Und von der haben wir auch noch einen sehr leckeren Nachtisch bekommen. Und was genau war das nochmal? Das war ein typisches Gebäck von hier. Das gibt es nur an diesem letzten Sonntag im April, wenn hier nämlich Wahltag ist. Das war nämlich heute. Und dann kommen alle hier hin und dann stimmen die ab. Ganz demokratisch. Hier ging es jetzt um das... Demokratie. Man sagt ja nicht Hospital, sondern Spital, ne? Spital. Da ging es nämlich darum, so, ob es das jetzt... Und der Nachtisch hieß... Wie heißt die Nachtisch? Landgemeindkrempli. Wie? Nochmal? Landgemeindkrempli. Auf jeden Fall sensationell lecker. Jedenfalls haben die heute hier abgestimmt um das... Spital. Ich muss noch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen. Spital. Und dann können die Leute hier auf dem Marktplatz im Hintergrund, ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch gut sehen, weil es ja sehr dunkel hier jetzt auch schon ist, stimmen die dann alle in einer Runde ab, ob die dafür sind oder da nicht. Und dann können die Menschen auch noch was dazu sagen, richtig? Also die können sich dann eben äußern, wieso die das machen wollen oder wieso auch nicht. Auf jeden Fall, Marktplatz war eine Empfehlung. Und hier könnt ihr dieses Gebäck auch nochmal sehen. Da hat die Ivana nämlich gerade entdeckt. Und das gibt es auch nur an diesem Tag, richtig? Ja. Ganz genau. Ja, und ich hätte auch gerne eben gerade in dem Restaurant gefilmt, aber es war so unfassbar laut, das hätte sich nicht gelohnt, oder? Waren alle sehr, sehr gesprächig und ein bisschen angeheitert. Ja, boah, die waren wirklich alle...
Ja, doch schon gut dabei, ja, auf jeden Fall. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach Zürich. Es ist kurz vor eins, wir sind zurück in Zürich und wir sind alle sowas von kaputt von dem heutigen Tag. Aber das war total schön, was wir heute alles erlebt haben. Und ich beende jetzt auch dieses Video und morgen wollen wir uns hier ein bisschen in Zürich ein paar Sachen anschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das so aussieht, dann schaltet auf jeden Fall auch im nächsten Vlog wieder ein. Bis dann, ciao.